Ja, das geht um die mystisch-christlichen Geisterutopie bei Ernst Bloch. Und die Grundlage für diesen Kurzvortrag, der hoffentlich kurz bleibt, das werden wir mal sehen, bildet ein Forschungsprojekt zu den Akteuren einer nachhaltigen Stadtentwicklung in Hannover. Und dieses Projekt habe ich zwischen 2015 und 2019 durchgeführt. Mit diesem Projekt bin ich immer wieder auf junge und jung gebliebene Akteure der Zivilgesellschaft gestoßen, die eigene reale Utopien, so heißt das, also konkrete Projekte zu einer nachhaltigen Stadt planten, bauten und auch umgesetzt haben. Von Wohnprojekten des Mietshäuser-Syndikats über Urban Gardening in sozialen Brennpunkten bis zur Wiedernutzung eines leerstehenden Einkaufszentrums ganz nah an der Innenstadt in Hannover. Immer wieder hörte ich von den Akteuren, dass man jetzt angesichts der Dringlichkeit der globalen Krisen vor Ort mit konkreten Projekten handeln müsste. Und das haben die dann auch getan. Die Befürchtung, angesichts der umfassenden ökologischen, ökonomischen und sozialen Umweltkrisen zu spät zu kommen und im Zeitalter der Verdrängung, so nenne ich das, was wir gerade durchmachen, nicht wirklich das Ruder umreißen können, war extrem fassbar in diesem Projekt. Trotzdem haben aber alle intensiv, trotz dieser pessimistischen Zukunftsaussicht, haben aber alle intensiv an einer Verbesserung der Situation, wenn nicht für heute, dann doch für morgen gearbeitet. Der Luther wohl zu Unrecht zugeschriebene Spruch, auch wenn ich wüsste, wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen, passt hier wirklich hervorragend. Die Apokalypse ist die Vorbedingung für die Bereitschaft, eine Utopie zu denken und zu realisieren. Und genau da kommt jetzt Ernst Bloch ins Spiel. Ernst Bloch entstammte einer jüdischen Arbeiterfamilie, der Vater ist dann allerdings Beamter geworden im Eisenbahnwesen aus Ludwigshafen. Und er studierte Philosophie zuerst in München, dann in Würzburg und schließlich in Berlin, wo er sich übrigens mit Simmel und Georg Lukács anfreundete. Als Kriegsgegner war er in der Lage, noch während des Ersten Weltkrieges nach Locarno in die Schweiz zu ziehen, um von dort die pazifistische Siedlung Monte Verita von Ascona zu untersuchen. Das ist doch schön, wenn man Forschungsprojekte macht, die einen dann aus dem Krieg rausziehen konnte, also in die Schweiz. Und er hat tatsächlich auch zwischen 1915 und 1917 dort halb gelebt, halb das untersucht, diese Künstlerkolonie Monte Verita. Hier beendete er auch 1918 dieses Werk Geist der Utopie, also dieses berühmte Werk, das 2018, also 100 Jahre später, wieder neu aufgelegt wurde, wie ich finde auch zu Recht. Beendete also dieses Werk Geist der Utopie in Locarno. Und dieses Werk Geist der Utopie war erfüllt von den religiös-metaphysischen Visionen dieser Monte Verita-Siedler und entwickelte auch deswegen sein entsprechend leidenschaftliches Interesse für utopische Unternehmen. Krisen des 20. Jahrhunderts, also jetzt nicht nur des Ersten Weltkrieges, hat Bloch mehrfach erlebt und erlitten. Daraus gezogen hat er seine eigenen Schlussfolgerungen für die Zukunft, die eben nicht pessimistisch, sondern optimistisch waren. In seiner eigenen, sehr eigenständigen Eschatologie lehrte er sowohl die Hoffnung auf die Vollendung des Einzelnen wie der gesamten Gesellschaft. Da gibt es ein treffliches Zitat im Geist der Utopie, ganz am Anfang, nein, nicht ganz am Anfang, also in diesem eher philosophischen zweiten Teil des Buches. Wie aber? Ist das nicht alles schon viel zu viel? Denn ich muss sterben. Aber vorher werde ich essen und trinken, denn morgen bin ich tot. So fängt also dieser philosophische Teil an in diesem Zusammenhang. Er hat natürlich aufgrund des Ersten Weltkrieges, aber auch aufgrund des Eindruckes der Monte Verita-Siedlung den Geist der Utopie verfasst. Hat das dann 1923 umgeschrieben, hat das weitaus marxistischer gemacht. Interessant, dass die zweite Auflage weit von der ersten Auflage abweicht, weil er 1923 noch ein überzeugter Hardcore-Marxist war, der übrigens auch noch in den 30er Jahren die stalinistischen Schauprozesse unterstützt hat und erst dann später, 2, 3 Jahre später zugegeben hat, dass er da einen Riesenfehler begangen hat. Dieses Redigieren ist auch interessant, 5 Jahre später, weil er aus dieser rein methodologischen oder mystischen ersten Fassung, auf die ich mich jetzt beziehe, die auch 2018 wieder neu bezogen wurde, dann sich selber in Distanz gesetzt hat, zu einem materialistischen Marxisten wurde und das aber dann wiederum so weit sich davon entfernte,
dass er ja dann 1957 zwangsemeritiert wurde in der DDR von der Universität Leipzig und dann ja nach Tübingen übergewechselt ist. Also ein schönes Beispiel für jemanden, der zwischen einem sehr totalitär orientierten Marxismus und einem sehr philosophisch und fast mystischen christlichen Marxismus hin und her schwankte, sein ganzes Leben lang dann auch. Das vielleicht dazu. Die Katastrophe des Holocaust und des Zweiten Weltkrieges war natürlich in seinem Denken während des Schreibens. Er hat das Prinzip Hoffnung 1937 angefangen, in den USA zu schreiben. Es wurde dann erst 10 Jahre später in der DDR übrigens veröffentlicht, zuerst bevor es dann, nein, der erste Band wurde noch in der DDR eröffnet. Die nächsten Bände wurden dann in Westdeutschland veröffentlicht. Auch das ist ein Beispiel seiner Zerrissenheit, die sein Leben lang die sich zeigte dann auch. Also dieses, ich will vorher noch essen und trinken, weil ich am Morgen tot bin. Diese Lebensfreude ist natürlich gezogen aus seinen 1917 gemachten Erfahrungen am Monte Verita. Und das stand seiner Deutung der Moderne als ein unmenschliches, industriell zwanghaftes und in seinem Materialismus verdummenden Systemhaftigkeit diametral gegenüber. Mit diesen Wertungen stimmte er natürlich den Deutungen seiner ihm wohlbekannten und auch befreundeten Kollegen Lukas, Adorno, Benjamin und auch übrigens Max Weber überein, den er auch kennengelernt hat. Nicht unwichtig auch. Mit letzterem war er einer Meinung, wenn es um den Widerstand gegen die Entmythologisierung der Welt ging. Während Weber dies allerdings nur akademisch distanziert konstatierte, wir kennen alle das stählerne Gehäuse, was er im Wissen, in Wirtschaft und Gesellschaft darstellt, setzte sich Bloch vehement und auch aktiv für eine Veränderung der nüchternen Welt ein. Also bis zu seinem Tod 1977 übrigens auch. Das sind so ein paar Zitate aus dem Geist der Utopie. Das Buch ist übrigens extrem expressionistisch geschrieben. Also es ist, ich würde jetzt nicht sagen, es ist unbedingt Strandliteratur, aber es lohnt sich, sich einfach mal in diesen alten Stil von 1918 auch zu verlieren. Es hat nichts mit unserem akademischen, Entschuldigung, jetzt rede ich nur von mir, mit meinem akademischen Stil zu tun, sondern es ist extrem blumig geschrieben. Es macht auch in dem Sinne Spaß, es zu lesen. Also die Moderne ist zum Beispiel ein Zeitalter der Gottferne, in dem die Erde ein Zuchthaus geworden ist. Das sind so Formulierungen, die bei ihm häufiger vorkommen. Diese Kritik der Moderne findet sich dann natürlich auch in der bei seinen Kollegen Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung wieder und noch vielleicht auch noch umfassender mit einer anderen Ausrichtung. Und die Nichtvermeidung religiöser Gedanken der Transzendenz in seinen Schriften machte ihn viel später zu einem Gegner eines allein materialistisch ausgerichteten Marxismus. Er hat es eben nicht vermieden, sondern er hat sehr wohl diese religiösen Gedanken und die Transzendenz des jüdisch-christlichen Eschatologie als zentralen Teil dieses Buches Geist der Utopie mit aufgenommen. Letztendlich, was ich schon sagte, die Zwangsemeritierung 1957 wurde damit begründet, dass er ein Idealist wäre, was sozusagen die größte Kritik in der Zeit dort gewesen ist, ne? Und seine Rückbesinnung auf den utopischen Traum, des im weitesten Sinne des Wortes der Auferstehung, tat da ein Übriges in dieser Zeit. Ich habe hier nochmal das Buch von Benjamin Kunkel gebracht, nur als Hinweis, ein wunderschönes kleines Heftchen, was man gut lesen kann, was, ich glaube, 2014 erschienen ist. Ich habe es auf Englisch gelesen. Das sind verschiedene Texte von Kunkel, der als Journalist zum Beispiel für New Yorker gearbeitet hat, also kein Wissenschaftler, der aber sehr schön auch nochmal diesen Utopiebegriff für heute darstellt. Das ist nicht Thema meines Vortrags, aber ich dachte, ich bringe es einfach mal hier kurz unter. Ernst Bloch bezieht sich hier nicht nur auf die allgemeine Hoffnung des Christentums, sondern expliziter auf einen mythischen Atheismus, der behauptet, dass Subjekte nie ausgelöscht werden können. Es ist die Zitat, Verbindung zwischen dem moralischen Ich und dem uns Verlassenen vor seiner Verwandlung zum Heiligen Geist zögernden Gott, als die Rufe, Gebete und die tiefe Ernennungskraft des heroisch-mystischen Atheismus selber. Zitat Ende. Blochs Hoffnung beruht auf einem gnostischen Christentum, denn der menschliche Gott symbolisiert die Hoffnung auf eine Vergöttlichung des Menschen. Diese, in Anführungsstrichen bitte sehr, Perfektionierung des Menschen und des Menschentums ist Blochs Kern des Utopischen, den er ja aus dem Christentum oder aus dem jüdisch-christlichen Glauben
herauszieht. Zusammenfassend kann man sagen, dass Bloch den modernen Fortschritt nicht nur als seelenlos kritisiert hat, sondern auch aus der Kritik als Alternative eine marxistisch geprägte jüdisch-christliche Hoffnungslehre formuliert hat. Ein Vertreter der kritischen Schule, der Hamburger Soziologe Gerhard Stapelfeld, schreibt dazu 2013, Zitat, das habe ich auch auf der Folie hier, am Ende kehrt er explizit zum Mythos zurück, zur Johannesoffenbarung, zur Eschatologie der Juden, die auch die Philosophen bewegt. Aber dieser Mythos ist nicht das Zurückliegende, sondern ein anderer als bisher, ein kommender, ein Mythos an Utopie. Der Geist der Utopie ist 20 Jahre später Ausgangspunkt bei Bloch für sein Opus Magnum, das Prinzip Hoffnung. Auch hier beginnt die Utopie mit dem Leiden der Menschheit unter dem Zustand der Ausbeutung, der Entfremdung, der Wurzellosigkeit und der Einsamkeit. Für Bloch ist die Suche nach Utopie dann eine notwendige Alternative, ein Rezept aus dem Leiden. Das Wort Rezept, ich benutze nicht mehr. Er formuliert dies expressionistisch als Suche nach Heimat. Ein ganz zentraler Begriff ist auch das berühmte Zitat, was ich gleich noch hier habe. Das heißt nach einem Ort, an dem die Menschen weder einander noch sich selbst entfremdet sind. Die Utopie ist eine, Zitat, objektiv reale Möglichkeit, die Latenz und Macht hat. Bloch verwendet das Unbewusste von Freud, um es durch das noch nicht Bewusste zu ergänzen, das Imaginäre, Castoriadis, das wir als prospektives Bewusstsein einer besseren Zukunft erfassen können, als etwas noch nicht Erreichtes, aber Erreichbares. Übrigens da in Bezug zu Thomas Morris, der ja in Utopia genau dieses beschrieben hat. Zitat, das ist das Ende dieses Riesenwerkes, dieses dreibändigen Werkes, das Prinzip Hoffnung. Die wirkliche Genesis beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden. Das heißt, sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte ist der umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfasst und ohne Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war, Heimat. Ja, ich habe hier nochmal die Literatur aufgeführt, auf die ich mich in erster Linie beziehe. Aber wie gesagt, 1923 gab es eine Zweitauflage, die aber fast ein anderes Buch ist. Hier beziehe ich mich auf die Auflage von 1918. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.